Das ist die Geschichte vom gefangenen König Lauren. Du weißt, die Sage vom König Lauren, der im Rosengarten sein Reich gehabt hat, und der hat einen wunderbaren Rosengarten gehabt, mit allen Farben, die haben geblüht und so. Und die Zeiten waren so, der König Lauren hat gar keinen Zaun gebraucht. Der hat nur dünne Stabeln gehabt, mit einem Goldfaden hat er den Zaun gezäunt. Natürlich, und der König Lauren, der hat natürlich Neider gehabt, weil er so ein schönes Reich gehabt hat. Dieser Rosengarten war ein Riesenschloss mit Zimmer und Schätze und Blumen und alles war da. Und dann haben sie aber den Goldfaden zerrissen und sein eine und haben alles zertrampelt. Und dann war er so enttäuscht und dann hat er diese ganzen Rosengarten hat er dann umgewandelt in Steine, war auch ein Zauberer. Und deswegen manchmal, wenn die Sonne untergeht und du im Boden bist, dann siehst du den Rosengarten, wie er blüht. Dann blühen die Rosen im Rosengarten wieder im Lauren. Und dieser Lauren, das war ja einer, der hat ja viel Geld und Schmuck und Edelsteine gehabt und so. Und der Dietrich von Bern, der hat in Verona gelebt. Bern heißt ja Verona. Und der ist ein Auer und hat diesen kleinen Mann gefangen genommen. Aber den haben dann ganz hart erwischt, weil er hat eine Tannenkappe gehabt, wie in der Geschichte von den Nibelungen. Und aber er hat ihn erwischt und hat ihn eben gefangen genommen und dann hat er nach Verona. Und natürlich war der König traurig, aber so viel ich weiß, ist er mal durch und ist wieder auch in seinen Rosengarten und man weiß nicht den Eingang zwischen den Felsen, da ist ein geheimer Eingang. Und da ist er noch drinnen und hat sich versteckt und oft einmal wird er schon rausgehen spazieren. Aber man sieht ihn halt selten oder kaum. Und da siehst du auf dem Bild, wie der Dietrich von Bern in seiner Rüstung da steht. Da steht schon ein Schwert und alles. Richtig großer Ritter. Er war ja ein König. Der Langobarden war das, der König. Verstehst? Und den König Laurin, der ist gefangen, der hat gar keine Macht mehr, die Zauberei hat man ihn genommen, die Tarnkappe hat man ihn genommen und der sitzt da ganz armselig da. Aber natürlich im Hintergedanken hat er die Flucht gehabt und die ist ihm ja auch gelungen. Und du siehst, wie nett und wie bunt er angezogen ist. Aber es ist eben ein kleiner König, er hat aber ein wunderbares Reich gehabt. Das Reich der Dolomiten, da war er der König.